Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, hier ist jetzt mein kleines Vorschauvideo auf das kommende Heimspiel 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr. Kommen wir erstmal zu den Gästen aus Wolfsburg. Die Wolfsburger sind ja furios vor allen Dingen gestartet, hätte man auch nicht so gedacht, mit dem 6-0 gegen Freiburg und 5-0 war das härter. Ich glaube ja, lasst mich lügen. Auf jeden Fall 6-0 und 5-0 hatten sie gewonnen. Und danach dann 1-2, 1-2, 4-2 zu verlieren. Dann, also es waren glaube ich Bremen, Union Berlin und die Bayern. Und dann hatten sie dann 0-0 gegen Schalke gespielt und jetzt 3-0 gegen Leipzig verloren. Die sind ähnlich furios wie wir gestartet mit dem 7-1 oder genauso. Ne, oder haben noch einen draufgelegt, nach dem 6-0 nochmal 5-0 zu gewinnen. Da hat man schon gedacht, wow, was ist denn mit denen los? Und zack, auf einmal war Wolfsburg ganz oben, gefühlt irgendwie 10 Punkte von uns weg, wo du dann denkst, wieso, wie geht das? Aber gut, die Wolfsburg haben dann halt dann doch mal aufblitzen lassen, dass sie fußballerisch dann doch was einiges drauf haben. Ja, aber man sieht dann wieder ganz klar, dass es in der Summe einfach nicht gut genug ist. Das habe ich schon häufiger gesagt, dass die Wolfsburger zwar eine talentierte Truppe hat, ja, haben sie eigentlich auch immer die ganzen Jahre gehabt, aber so gestandene Persönlichkeiten, die Wolfsburger halt die letzten Jahre haben oder hatten, die sind jetzt auch mittlerweile wieder weg. Und jetzt hat man sich in den letzten Jahren viele jüngere Spieler geholt, die ich sehr schätze, ja, aber das Ganze passt halt irgendwie nicht. So, und nicht umsonst habe ich dann auch vor gut 2 bis 3 Jahren gesagt, dass die Wolfsburger sich in den nächsten Jahren mehr mit dem Abstieg befassen müssten, als jetzt irgendwie groß anzugreifen. Gut, jetzt muss man sagen, durch die ganze Hinrunde oder jetzt auch durch teilweise Spiele der Rückrunde, wobei im Grunde haben sie ja jetzt nur einen Punkt geholt in der Rückrunde, stehen sie ja immer noch sehr gut da und haben im Grunde eigentlich auch nichts mit dem Abstieg dieses Jahr dann doch zu tun, weil die sich dann jetzt doch dann schon klar abgesetzt haben und gerade die 4, 5 Vereine hinten, die ja im Grunde so gut wie gar nicht gepunktet hatten, das ist halt einfach ein zu großer Abstand. Und die Wolfsburger werden natürlich noch den einen oder anderen Punkt holen. Natürlich jetzt nicht am Samstag gegen uns beim 1. FC Köln, denn da werden sie leer ausgehen. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir das 0-3 beim VfB Stuttgart dann wieder wettmachen. Aber kommen wir jetzt nochmal zum Einzelnen, zum VfB. Wer könnte da jetzt fehlen? Stand jetzt ist auf jeden Fall fix Bornau, der Ex-Kölner. Fehlt aufgrund der 5. Gelben. Vielleicht ein gutes Omen für uns. Bei uns fehlt ja Hübers per 5. Gelbe in Stuttgart. Und jetzt fehlt für die Wolfsburger halt Bornau mit der 5. Gelbe. Er bildete zuletzt mit, ich glaube, Micky van de Veen heißt er, der, glaube ich, nicht eine Minute bislang verpasst hat bei den Wolfsburgern, die Innenverteidigung. Und die Wolfsburger waren auch in vielerlei Spielen auch eine Mannschaft, die mit am wenigsten Gegentore kassiert hatte. Jetzt ist es so, dass Lacroix, der nächste eigentlich gute Verteidiger, gut beim HSV war der Shit as hell, aber bei den Wolfsburgern hat er sich dann doch gemacht, der droht auch auszufallen aufgrund von Krankheit. Da steht es aber noch nicht hundertprozentig fest, wie schlimm das halt ist. Hinzu kommt, dass Kaminski und Paredes, das sind zwei Angreifer, die mehr über die Flügel kommen, die waren halt schon vor dem letzten Wochenende krankheitsbedingt ausgefallen. Da sieht es halt auch nicht so gut aus, kann sein, dass die wahrscheinlich auch wieder fehlen, weil die auch innerhalb in dieser Woche immer noch krank waren und auch noch nicht wirklich trainiert hatten. Möglicherweise sitzen die beiden mit roter Schnupfnase auf der Bank oder sowas, dass die Bank voll kriegen, wie auch immer, weiß ich nicht. Also auch die könnten nochmals ausfallen. Und der Stürmer Lukas Metscher, den wir alle kennen, der ja auch eine schlimme Knieverletzung hatte, der fehlt auch krankheitsbedingt, aber auch da, genau wie bei Lacroix oder auch bei Kaminski oder Paredes, kann ich euch nicht hundertprozentig garantieren, wie schlimm das ist und ob die jetzt für Samstag tatsächlich hundertprozentig ausfallen werden. Gleiches gilt ja auch für Borna Sosa, wo ich gesagt hatte, der 2 bis 2,5 Trainingseinheiten nicht mitmachen können letzte Woche und hat gegen uns gespielt, als ob der topfit wäre. Also das hat halt nichts zu bedeuten, wenn es heißt, die sind krank. Ne? Ansonsten können die Wolfsburger ansonsten mit ihrer vermeintlich besten Truppe auflaufen. Die Wolfsburger spielen in der Regel natürlich mit einer Viererkette, dann mit einem kompakten Dreier-Mittelfeld, sage ich jetzt mal, die aber mehr durch die Mitte kommen, als jetzt unbedingt über die Außen. Über die Außen versuchen sie es dann halt mit ihren jeweiligen Außenverteidigern, rechts Baku, links Otavio
und dann dem jeweiligen davor. Das schwankt halt bei den Wolfsburger immer, weil sie halt eben diverse Ausfälle hatten, jetzt gegen Leipzig oder wie gesagt krankheitsbedingt. Und um die Mannschaft halt auch bei Laune zu halten, gibt es halt enorm viele Wechsel immer. Mal spielt der eine, dann spielt der andere gar nicht. Im nächsten Spiel ist es genau wieder andersrum. Also das ist halt auch so eine sehr krasse Rotation, die Kovac da fährt. Aber nicht desto trotz muss man halt sagen, sind sie doch noch auch schwer zu bespielen. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt jetzt nicht da waren für die Wolfsburger, muss man die erstmal schlagen. Denn Wolfsburg ist wie wir, also wir sind sowieso das beste Team, was die meiste Laufdistanz hinterlegt hat, also wir Kölner. Aber die Wolfsburger sind auch mit ganz oben. Und besonders in Sprints und in intensive Läufe sind die Wolfsburger unangefochten Erster in der Liga. Was uns angeht mit Sprints und intensive Läufe, haben wir im Vergleich zu letzten Jahr und auch zu der sogenannten kurzen Hinrunde enorm nachgelassen, sind ein bisschen abgerutscht, sind aber immer noch in den Top 10, wie ich meine. Also die Wolfsburger musst du nicht nur bespielen, sondern auch im Lauf bekämpfen. Also wenn sie was können, dann ist es halt auch eben das Laufen. Ne? Ja, wir können ja mal zu der vermeintlichen Aufstellung kommen. Dafür nehme ich mir mal meinen schlauen Zettel hier. Ja, Kassels im Tor ist klar. Baku dürfte denn in der Innenverteidigung spielen. Sollte Lacroix jetzt tatsächlich ausfallen, wird denn vielleicht Gilavogui neben Van de Feen spielen und links dann Otavio. Sollte Otavio jetzt meinetwegen als Beispiel auch noch ausfallen oder innerhalb des Spiels oder sowas, hättest du mit Yannick Gerhard jemanden, der diese Position auch bekleiden kann. Für rechts haben sie, glaube ich, einen für mich unbekannten Spieler, Fischer heißt der, der dann vielleicht den Baku ersetzen könnte. Außer die stellen dann statt Viererkette auf Dreierkette um, damit der Fischer nicht spielt, wie auch immer. Aber ja, wie gesagt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass bis auf Lacroix die anderen drei halt komplett spielen, sprich Baku, Van de Feen und Otavio. Dann ist halt der zweite Innenverteidigerposten halt noch offen. Entweder Lacroix oder vermeintlich Gilavogui, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wen sie da aufstellen. Vielleicht noch den Franjic, aber das ist eher eigentlich ein defensives Mittelfeld-Talent. Muss man mal gucken. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass der Franjic denn dort auflaufen könnte. Ansonsten ist das Mittelfeld aus Arnold, Gerhard und wahrscheinlich Felix ein Metscher bestückt. Ansonsten könnte für ein Metscher, also Felix, den jüngeren Bruder von Lukas, da könnte auch Swanbeck spielen. Ja, müsste man halt mal gucken, was sich da Kovac letztendlich ausdenken wird. Zuletzt hat halt Arnold, Felix, ein Metscher und Gerhard gespielt. Ja, über rechts außen sehr wahrscheinlich Wimmer. Ansonsten hättest du da noch den Marmoush als Ersatz, über links Waldschmidt sehr wahrscheinlich, weil wenn Kaminski und Paredes halt auch fehlen, ja, bleibt halt nicht mehr viel an Optionen übrig für die Wolfsburger und vorne im Sturm den Wind, ja, schnell wieder Wind, schnell auch wieder vom Platz, vielleicht kriegt er ja auch einen Platzverweis, man weiß das nicht, ne? Mal so ein bisschen durch die Blume gesprochen, ne? Kann sich der gute Wind ja mal eine rote Karte holen, nein, Quatsch, Spaß beiseite jetzt, also Wind wahrscheinlich dann im Tor. Ja, also wie ihr seht, die Wolfsburger sind zwar ein bisschen gebeutelt aufgrund von fünfte gelbe Bornau und wahrscheinlich vier Ausfälle durch Krankheit. Trotz alledem bekommen sie immer noch eine sehr starke, spielstarke, laufstarke erste Elf auf dem Platz und haben immer noch zwei, drei Leute, die ja, von der Bank kommen können, die halt jedem Gegner dann auch wehtun könnten. Gerade so der Swanberg oder der Wimmer, die halte ich für echt gute Leute. Ja, wir müssen dann mal schauen, was denn da tatsächlich von den Wolfsburgern am Samstag in Köln aufläuft und wer damit auf der Bank sitzt. Ne? Dieses Duell Köln gegen Wolfsburg gab es noch nicht so häufig. Die Bilanz ist auch eher mehr pro Wolfsburg. Köln hat erst 8 Mal gewonnen. Es gab 10 Remis und 15 Siege für die Wolfsburger. Also wäre es mal schön, wenn wir Kölner denn diese Gesamtstatistik gegen die Wolfsburger innerhalb der Bundesliga, das ist jetzt nur innerhalb der Bundesliga, diese Statistik, diese Gegenüberstellung dann natürlich ein bisschen aufbessern mit unserem 9. Sieg. Ansonsten, gut, ein Remis nehme ich natürlich auch mit. Wenn man es immer nicht schaffen kann, das Spiel zu gewinnen, wäre es natürlich toll, wenn man dann zumindest einen Punkt mitnimmt. Ne? So, kommen wir nun zu unserem ersten FC Köln. Fehlen werden natürlich Luca Kilian, Pedersen, Marc Uth, Dietz, Andersen und Thielmann, der jetzt jüngst neu dazugekommen ist, plus leider Gottes sehr wahrscheinlich auch Benno Schmitz. Der Gute ist krank und Baumgart glaubt nicht. PK gab es vor kurzem, dass Benno bis Samstag wieder gesund wird. Ansonsten, gut, wäre es halt eine Blitzheilung, aber wir müssen ja wahrscheinlich zu 90%+ davon ausgehen, dass Benno Schmitz jetzt am Samstag nicht mitspielen kann. Bedeutet für mich, dass Kingsley Schindler dann hinten als Rechtsverteidiger auflaufen wird.
Dann sagte Steffen Baumgart noch was zu Marc Uth, weil ich glaube, eine Dame hatte dann gefragt, ja, wann denn Uth und Pedersen wieder ins Training einsteigen, wo ich mir denke, wie kommst du jetzt auf Marc Uth? Also Pedersen wird jetzt irgendwann wahrscheinlich dann auch mal wieder ins Training einsteigen, ja. Aber bei Marc Uth, das war doch klar, dass er bis auf jeden Fall März ausfallen wird. Ich weiß nicht, liegen die da auf ihren Ohren oder was? Und ich hatte ja gesagt, also ich jetzt persönlich, dass Marc Uth die Saison so gut wie gar nicht mehr spielen wird. Maximal die letzten 3 bis 5 Spiele irgendwie. Weil selbst wenn es heißt, ab März könnte er, ist das SR ja noch gar nicht spielready, spielfit, nicht in Form, whatever. Baumgart hat jetzt aber klipp und klar gesagt, Marc Uth wird sehr wahrscheinlich so gut wie gar kein Spiel mehr in dieser Saison spielen, weil man ihn einfach schützen will, damit er komplett endgültig gesund wird, weil es bringt nichts, wenn er aus dieser dann doch schlimmen Verletzung, er wurde ja zweimal aufgrund des Schambeins, Schambeutelentzündung, was weiß ich, was er da alles hatte, zweimal operiert und da will man ihn jetzt komplett rauslassen, Zeit geben, damit er halt, wenn die Saison im Mai dann zu Ende geht, damit er ab danach komplett fit, ohne Beschwerden in die Sommervorbereitung gehen kann, damit wir mit Marc Uth im Grunde dann halt wieder 9 alten Spieler mit im Kader haben. Weil wenn wir es jetzt mal so sehen, Marc Uth hat im Pokal gespielt, über 120 Minuten hat sich da eben alles kaputt gelaufen dadurch. Und dann wurde ja jetzt nach der ersten OP ein paar Mal eingewechselt, wo man gemerkt, okay, das ist alles noch nicht so rund. Ja, und dann hat er halt immer noch Probleme, Schmerzen gehabt und dann hat man ihn halt nochmal operiert und jetzt ist es halt, wie es ist. Also wie gesagt, auf Uth brauchen wir halt die Saison gar nicht mehr rechnen und denken. Leider Gottes trotzdem natürlich gute Besserung. Also neben Dietz und Andersen fallen auch Uth komplett bis zum Saisonende aus. Gut, Andersen ist egal. Und bei Dietz ist es halt wegen seinem Kreuzbandriss, dass er ja sowieso durch diese schlimme Verletzung dann komplett aus der Saison rausgenommen worden ist. Auf Kilian kann man sich dann bald wieder verlassen und auf Pedersen ja auch bald, aber das dauert halt noch ein bisschen. Ne? Was jetzt mit Thielmann ist, wissen wir auch bekanntlich. Wahrscheinlich mindestens 3 Wochen wird er fehlen. Aber auch dann muss er sich ja erstmal wieder zurückkämpfen. Also kann man dann wahrscheinlich nochmal weitere 2 Wochen mit dazu rechnen. Deswegen habe ich ja gesagt, 3, 4 bis 6 Wochen wird Thielmann dann so weit fehlen, bis er wieder gestärkt und hoffentlich gesund und fit mit auf dem Platz stehen kann und uns helfen kann. Ne? Dadurch, dass dann jetzt Thielmann und Schmitz rausbrechen sozusagen aus dem Spieltagskader, sind 2 Plätze frei, was die Bank jetzt angeht. Schindler wird ja sehr wahrscheinlich dann für Schmitz auflaufen. Und dadurch, dass Schindler von der Bank in die Startelf kommt, ist 1 Platz frei. Und wenn jetzt Thielmann fehlt, kannst du den jetzt beispielsweise auch nicht mit irgendeinem anderen Spieler nachrücken oder auffüllen, der zuletzt vielleicht noch gut wäre, weil die anderen sind halt alle verletzt. Beispielsweise Kilian Pedersen und Uth. Es wird halt interessant, wen Baumgart da tatsächlich mitnominiert. Maximal 9 Leute können ja mit auf die Bank. Letztendlich, gut, du kannst eh nur 5 einwechseln. Also wenn du da jetzt nur mit 7 oder 8 mitfahren würdest oder diesen Kader mit dann 18 oder 19 Spielern dann berücksichtigst, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Ne? Möglicherweise ist vielleicht so ein Finkgräfe, der dann vielleicht mitkommt, um halt die Außenverteidigerposition dann zu bestücken oder auch der Touré aus der, ich weiß jetzt gar nicht, ob der U19 oder U21 spielt. Also die beiden sind halt Finkgräfe für links als linker Verteidiger und Touré für Rechtsverteidiger. Darstellbar möglich, dass man die vielleicht mitnimmt. Ansonsten vielleicht Bakar Tukanda nochmal, wobei Soldo ja sonst auch mit auf der Bank sitzt. Ansonsten keine Ahnung, was sich da Baumgart und das Trainerteam vorstellt, wie man das jetzt auffängt. Sollte jetzt Schindler oder Hector, wenn die starten, sich im Spiel auch verletzen und raus müssen, unabhängig davon, wie lange sie sich denn verletzen würden oder ausfallen würden, wen du denn da dann stattdessen hinstellen könntest. Ne? Also es wird jetzt ganz spannend. Also ich habe eigentlich gedacht und gehofft, vor dem Start gegen Bremen, dass das Verletzungspech einfach wegbleibt, weil wir halt einfach viel zu viel Verletzungspech bis zur WM-Pause hatten, aber das hört ja dann tatsächlich doch nicht auf. Ne? Also da haben viele Pessimisten unter euch dann doch recht gehabt. Ich war da optimistischer, weil es kann ja nicht sein, dass wir jedes Jahr so reinscheißen mit diesen Verletzungen. Ne? Wobei letztes Jahr ging es ja eigentlich. Das müssen wir auch ehrlicherweise und fairerweise sagen, dass letzte Saison ja nicht ganz so schlimm war, was Ausfälle anging. Aber dieses Jahr, da sind wir echt gebeutelt. Ne? Gut, kommen wir jetzt mal zur vermeintlichen Startaufstellung. Aus meiner Sicht, nicht wie Baumgart denkt oder könnte aufzustellen, sondern das, was ich tatsächlich denke, weil manchmal überschneidet sich das ja immer. Und Schwebe im Tor ist klar, Schindler in der Abwehr, hinten rechts,
Hübers und Chabot bilden natürlich die Innenverteidigung, Hector hinten links, Skiri und Martel auf der Doppel-6. Und ja, das sozusagen offensive Dreier-Mittelfeld besteht dann halt aus Meiner rechts, Kainz links, jeweils auf der Halbposition oder über außen, je nachdem. Ljubicic auf der 10. Ich glaube, der ist wieder so weit ready, dass er mindestens 60-70 Minuten Gas geben kann. Und vorne dann sehr wahrscheinlich mein lieber Freund Tigges. Ja, möglich ist aber halt auch, dass ein Olesen oder Hüseyin Basic vielleicht aufläuft. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Ich würde mich nicht wundern, wenn Baumgart nur mit einem Sechser spielt, aber mit zwei Spitzen. Ich hoffe, das lässt er aber. Darauf gehe ich jetzt nicht so weit ein. Aber es ist halt denkbar, dass er jetzt wieder offensiver agieren will, um dann die Wolfsburger irgendwie, ja, gerade zu Hause, wenn wir zu Hause spielen, noch mehr unter Druck zu setzen. Aber da laufen wir dann wieder so ein bisschen Gefahr, wieder offen zu sein. Weil jetzt gegen Stuttgart waren wir auch offen wie ein Scheunentor. Teilweise, obwohl wir mit zwei Sechsern gespielt haben. Okay, Baumgart hat mal wieder was versucht. Ne? So wie damals Hector auf der 10, hat er diesmal Skiri auf der 10 rumtanzen lassen. Ja, und übrigens, mit dem Ball war gegen Stuttgart 4-2-3-1. Also im Grunde unsere normale Grundordnung. Und gegen den Ball 4-2-2-2. Ich weiß nicht, warum man so einen Blödsinn macht, wenn das alte, normale, gute, dieses 4-2-3-1 mit und gegen den Ball einfach gut funktioniert, warum man das denn einfach immer über den Haufen wirft. Und auf einmal stand denn da Meiner wieder neben Tigges vorne, beide waren useless, weil beide nicht in die gefährlichen Räume gekommen sind beim Anlaufen, wurden dann schnell ausgespielt und dann war es das wieder. So musste Meiner viel zu viele Läufe machen. Und am Ende fehlen denen dann die Körner, um mit dem Ball am Fuß, denn das sind seine Stärken, ins Dribbling zu gehen und ja, Chancen zu kreieren oder Flanken oder Hereingaben herauszuspielen. Was hat nämlich hier, wie heißt er, Adeyemi von Dortmund jetzt zweimal super gemacht? Gib ihm den Ball, viel Wies hinter sich, mit Geschwindigkeit am Gegenspieler vorbei, selber das Tor schießen oder perfekt vorlegen. Gut, jetzt hat der Junge auch einen Muskelfaserriss erlitten, leider wie Thielmann. Ist natürlich bitter. Aber ja, ich weiß nicht, warum man Meiner immer dafür nutzt, als 100-Meter-Läufer da blind anlaufen zu lassen. Und wir kommen sowieso nicht mehr über Pressing. Das kannst du komplett vergessen, weil ein Ljubicic die ganze Zeit fehlte oder immer mal ein Thielmann fehlte und so. Und mit dem Tigges vorne, nichts gegen Tigges, das gleiche wäre auch mit Dietz oder mit Selke oder mit Andersen und wie soll er heißen, das könntest du mit denen auch nicht spielen. So, und wie man ja sieht, Tigges hat eh nur ein Tempo, das was andere joggen, ist sein Sprinten und er kommt ja eh nie in diese gefährlichen Räume, wo er den Verteidiger in Schwierigkeiten bringt, sodass er diesen Ball irgendwie unkontrolliert rausspielt. Tigges steht immer 5 bis 10 Meter weiter weg. Dafür kann er nichts. Dafür mache ich ihn nicht verantwortlich. Aber deswegen sollten wir mal davon wegkommen, dass wir so eine starke Pressingmaschine sind. Das sind wir nicht. Das sind wir schon lange nicht mehr. Wir kommen im Grunde über Ballbesitz, womit wir teilweise nichts anfangen können. Dann versuchen wir diverse lange Bälle, Chipbälle, die nicht ankommen. Also es ist, unser Angriffsspiel ist sehr, sehr, sehr mau. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Nicht, weil wir die Spieler, wie wir sie haben, sondern weil die Jungs es eigentlich auch besser könnten. Aber sie schaffen es halt, ja, zumindest nicht konstant, regelmäßig vernünftig umzusetzen. Ne? Das ist dann immer nur zu einfach letztendlich. Und wenn unsere Spieler nicht über ihrer Normalform spielen und einen guten Tag haben, dann siehst du, was letzte Woche da in Stuttgart passiert. Weil da waren wieder alle irgendwie scheiße. Und das verstehe ich auch immer nicht, dass mal einer oder zwei scheiße sind und die anderen 8 aber kämpfen, rackern und man trotzdem dagegen hält. Und die anderen beiden, die vielleicht schlecht sind, durch die Leistung der anderen 8 wieder sich verbessern. Das hast du bei uns selten. Wenn wir schlecht sind, sind alle schlecht. Durch die Bank. Auch die 3, 4, 5 Karnevalsnasen, die dann eingewechselt werden, die scheißen dann auch immer rein. Wo du dann denkst, ja gut, dann kannst du vielleicht nochmal nachlegen zur Pause, dass dann nochmal ein Ruck kommt. Nein, die sind genau auf dem gleichen Scheißlevel wie alle anderen, die auf dem Platz standen. Und das ist eben das, was jetzt auch Timo Hübers jetzt im Interview sagte. Wir können auf der einen Seite jeden schlagen, aber auf der anderen Seite könnten wir auch gegen jeden verlieren. Weil zwischen gut und schlecht, da gibt es halt nicht viel, wo ich mir denke, das darf es aber nicht sein. Das sind alles so, auf der einen Seite verstehe ich ihn ja, weil wir sind eben nicht die Mannschaft, die wirklich jede Woche jeden Gegner an die Wand spielt und besiegt. Auch wenn wir gegen starke Gegner punkten, heißt es dann nicht, dass wir gegen alle anderen oder vermeintlichen schlechteren punkten. Nicht umsonst stehen wir gegen schlechtere Teams in der Tabelle oder vom Papier her eher schlechter da als gegen die besseren Teams, die von der Qualität viel höher sind als wir. Ja, ich weiß nicht, das hat auch alles was mit dem Kopf zu tun. Hinzu kommt, was ich jetzt auch nochmal wiederholt sagen möchte, ist, dass diverse Spieler von uns legen keine Extraschichten ein. Schlusspfiff, duschen, Handy an, Social Media, nach Hause, Playstation spielen. Keine Ahnung, was sie machen. Letzte Saison haben zumindest Modest und Schindler noch immer extra Schichten gemacht.
Schindler weiter Flanken reingeballert und Modest hat Abschlüsse gesucht, sei es mit dem Kopf oder mit dem Fuß. Das macht anscheinend gar keiner bei uns. So, und am Ende klatschen wir dann wieder, weil der erste FC Köln 13er geworden ist. Ja gut, okay, müssen wir uns damit abfinden. Ich bin ja auch froh, dass wir dann natürlich in der Liga bleiben, aber es wäre halt viel mehr möglich, wenn der ein oder andere Spieler mal über sich hinaus wächst und nicht immer nur dieses 0815 oder das, was gegeben ist, annimmt und danach nichts mehr weitermacht. Ja, übrigens, apropos Training, die Jungs hatten am Dienstag natürlich trainiert, was heißt natürlich, weil so klar war das ja nicht. Das Training war aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, deswegen gab es auch den ganzen Tag am Dienstag keine Infos und das hat mich dann tierisch gewurmt und auch jetzt am Mittwoch wusste ich das halt auch nicht, als ich das Video gemacht hatte. Erst hinterher hat man mir dann persönlich zugetragen, dass doch, es gab Training, aber es war halt alles geheim und ja, deswegen gab es halt am Dienstag nirgendwo im Internet irgendwas zu lesen. Von daher haben die Jungs dann natürlich von Dienstag bis einschließlich morgen am Freitag dann 4 Tage Training gehabt oder werden 4 Tage Training haben und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. So, ne? So, dann sagte übrigens Baumgart noch was bei der PK abschließend jetzt, was zum Thema Tim Lemperle, Entschuldigung. Da hat Baumgart wieder schön rumgepoltert. Und ja, also mittlerweile kannst du unsere Medien, die um den ersten FC Köln berichten, du kannst denen gar nichts mehr glauben. So, ich war da jetzt auch so ein bisschen vorsichtig letztendlich um Lemperle. Ja, er hat unterschrieben, alle freuen sich, wo ich mir gesagt, okay, wir freuen uns jetzt alle, warum? Weil Ertrag bringt er ja für sich selber nicht, für den FC nicht, weil er kaum spielt. Und wenn er spielt, nur ein paar Minuten, aber dann auch nicht auffällig. Warum freuen wir uns jetzt alle, habe ich mir gedacht, ja, dann soll er ja verliehen werden im Sommer, Düsseldorf, Kräuter Fürth, alle schreien schon nach dem, wo ich mir dann denke, okay, alle schreien nach dem, warum schreien die nach dem, der spielt doch nie, aber gut. Jetzt hat Baumgart klipp und klar gesagt, er soll überhaupt nicht verliehen werden. Lemperle hat hier verlängert, weil man mit ihm plant, auch nächste Saison, Baumgart plant mit ihm, Lemperle hat sich enorm verbessert, sagt Baumgart, wo ich mir denke, okay, wenn er sich enorm verbessert hat, warum spielt er bei dir nie oder kaum oder selten? Warum hältst du den zurück? Verstehe ich schon wieder nicht. Aber gut, Fakt ist einfach, es gibt vielleicht bis zum Sommer hin, wenn das Transferfenster dann offen ist, Überlegungen, ihn vielleicht zu verleihen. Aber das ist Stand jetzt so klein, so wenig prozentual gesehen. Im Grunde will man Lemperle hier klar halten, behalten und er ist Stand jetzt, laut Baumgarts Aussagen von vorhin von der PK, fester Bestandteil des Kaders in der nächsten Saison. Ja, gut, das sei jetzt mal alles dazu gesagt. Ja, zum Spiel selber noch, wenn wir uns jetzt die Startaufstellung angucken, haben wir dann auf der Bank natürlich Timo Horn, Soldo, Olesen, Hussein Basic, Adamian, Selke, Lemperle plus halt 2 offene Plätze. Da könntest du dann halt ja, Finkgräfe, Touré nehmen, Bakatukanda, wie auch immer, oder dann, keine Ahnung, einen Schmied, einen Schwerten. Ich weiß nicht, wen Baumgart denn da auspackt oder mitnominiert, um am Ende dann diesen 20-Mann-Kader zu stellen oder zumindest 9 Leute mit auf der Bank zu haben, unabhängig davon, dass man ja eh nur maximal 5 einwechseln kann pro Spiel. Kann aber auch sein, dass wir am Ende nur mit 7 oder 8 Mann auf der Bank sitzen. Keine Ahnung. Werden wir dann letztendlich sehen, wie sich Baumgart denn am Samstag dazu und dafür entschieden hat, wer denn mit auf der Bank sitzen wird. Mein Tipp für das Spiel ist 2-0 für den ersten FC Köln. Ich glaube einfach daran, zu Hause haben wir einen Lauf, zu Hause sind wir gefühlt unbesiegbar und das wird jetzt auch so mitgehen. Die Wolfsburger, ja wie gesagt, nach ihren 2 starken Siegen, 6-0, 5-0, haben jetzt auch ziemlich reingeschissen mit 2-1, 2-1 verloren, 4-2 verloren, 0-0 und 0-3 verloren. Jetzt droht denen ja auch mindestens, ja, was heißt mindestens, also 4, 5 Ausfälle ja auch aufgrund von Krankheit und 5. gelbe Karte. Und sollte tatsächlich jetzt auch neben Warner mit 5. gelbe auch Lacroix fehlen, dann sind die in der Innenverteidigung schon echt gebeutelt. Unabhängig davon, dass da auf einmal irgendeiner spielt, der auf dieser Position gefühlt nie gespielt hat und dann das Spiel seines Lebens macht, kann natürlich auch wieder sein. So wie es Hossa ja gegen uns auch sein Tor gemacht hat, das erste Tor der Saison für ihn und ach komm, geschenkt. Wir kennen das da. Ne? So oft treffen irgendwelche Spieler gegen uns, die jahrelang nichts getroffen haben, schlecht waren, außer Krankheit, außer Verletzung kommen und gegen uns dann immer ja, ihr bestes Spiel abliefern. Ne? Aber das glaube ich nicht, dass das jetzt am Samstag passiert. Ich glaube tatsächlich, dass wir Kölner oder die Jungs vom 1. FC Köln ja, das Spiel vor wahrscheinlich fast ausverkauften Haus gewinnen werden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Gästeblock ausverkauft sein wird, so rum. Ich hatte ja letztens scherzhafterweise gesagt, dass dann auch die knapp wilden, harten Wolfsburger Ultras oder Fans, die dann anreisen, dass die bitte auch
Circa 20 Minuten vorm Stadion dann auch bitte von der Polizei rausgeholt werden und dann eigentlich auch untersucht werden und dann auch wieder schleunigst nach Wolfsburg zurückgeschickt werden. Ne? So wie man das da mit unseren Jungs in Stuttgart auch gemacht hat. Ja, von daher bin ich mal gespannt, wie viele Wolfsburger tatsächlich denn im Stadion sein werden. Aber dieser Ausverkauf wird der Gästeblock mit Sicherheit nicht sein. Ne? Gut, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum Spiel haltet. Seid ihr optimistisch, seid ihr pessimistisch? Tut der Ausfall von Benno weh? Können wir das verkraften? Was sagt ihr zu den vermeintlichen Ausfällen von Wolfsburg? Wie seht ihr Wolfsburg? Wie gesagt, alles, was ihr zu diesem kommenden Spiel sagen möchtet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meldung und ja, ich wünsche euch bis Samstag denn ja, eine schöne Zeit, schöne Tage. Lasst es euch gut gehen und come on FC. Alles wird gut. Bis dahin. Tschüss.